Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Arena Quest. Ich muss das Ganze hier mal noch schnell. Wo ist es denn? Das da ist das. Abbrechen. Invite ich nochmal erstmal vorher. Stimmt. Nicht Tarania. Da. Genau. Bist jetzt natürlich auch aus der Suche raus. Dann melde ich gerade noch mal fix an. Ja. Und ich rappe mal schnell. Und du musst auch wieder waffen. Stimmt, eben als ich gerappt habe, war ich ja. Hatte ich dich noch nicht in der Gruppe eingeladen. Immer dieses Verängstigen. Ich dachte eben, das wäre vom Priester gewesen, aber es ist ja von dem Viech. Das war dieses Faustsymbol, das konnte wenn dann nur der Rory machen. Ah, okay. Das ist ja dieses nicht dispelbare Viech. Aber das war Strunzblunz. Ob das sowas wie Strunzdoof heißt? Also der ist ja mit Captain Blaue Wolke überhaupt kein Problem. Das sind sie alle nicht. Wir sind jetzt ja quasi schon wie drei Leute, wenn du so willst. Wir haben halt einen Tank. Boah, ab dem nächsten Level verändere ich mal endlich dauernd mein Aussehen. Dann habe ich zwar auch erstmal die schönen Schultern und die schöne Brust nicht mehr an. Aber egal, das kann ich ja hinterher wieder transmoggen. Das kommt dann da alles in mein Leerlager, um ein bisschen Platz zu schaffen in meinem Inventar. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Auch wenn ich dann, wie gesagt, hier die schönen Sachen, die ich momentan drauf habe, nicht mehr nutzen werde erstmal. Aber es hat auf jeden Fall was für sich, nicht die ganze Zeit immer gleich auszusehen. Das stimmt, ja. So, jetzt haben wir den gleich. So, abgeben. Ich nehme hier oben direkt mal wieder an. Ich finde, eigentlich muss immer nur einer hoch. Ah, 161.355 Erfahrung. Krass. 45% vom Level habe ich jetzt. Das ist echt viel, ja. Oh, nur noch 55%! Da geht's nach Pandaria! Da ist... Sully oder Sully Kniescheibler. Klingt ja ungesund. Hier gibt's auch was von Ratiofarm. Was war das immer? Da gab's immer so eine komische Werbung. Da hat's an der Tür geklingelt und da war eine Frau, die dann aufstehen musste und dann haben die Knie immer so ein schmerzverzerrtes Gesicht gehabt, wenn die Füße auf den Boden gestellt hat. Und dann hat die da irgendeine Salbe drauf geschmiert und dann haben sie gelächelt. Du weißt doch, ich kenne mich mit blöder Werbung aus. Ah ja. Freizaubern! Aua! Warum habe ich eigentlich Aua gesagt? Er hat mich doch nur rangezogen. Das weiß ich auch nicht. Finstere Seele, mein CD. Jetzt geht sie ab, die Luzi. Jetzt habe ich tatsächlich. Ne, mein Tank ist gestorben. Ja! Da hält mir den Eimer nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich meinem Tank sogar die Agro weggezogen. Da habe ich auch so drauf geachtet. Aber der ist einfach gestorben. Nee, ich habe jetzt gerade ausnahmsweise mal nicht auf das Viech geachtet, weil sonst sagst du immer, oh nö, Quatsch, musst du nicht heilen. Ja, ich habe auch nicht drauf geachtet. Oh, jetzt kriegt er aber ordentlich Kellen rein. Ja, ich heile ihn mal ein bisschen mit. Ich habe gerade auf dich einen Heal-Hot von 48.000, von über 48.000 draufgehauen. Ich glaube, das ist für Level 84 ganz nett, oder? Ja. Das ist ja das Praktische am am Dotlock hier. Ich setze quasi meine Dots drauf und danach kann ich quasi durchgehend mein Vieh heilen. Mhm. Dauert zwar ein Momentchen länger dadurch, wenn ich nicht nochmal meine
Spells mit drauf use, aber so geht er definitiv schon mal nicht drauf. Was ist nur ein Pilz? Gab es da nicht auch irgendeinen Skill, wo mehrere Pilze gestellt wurden? Kannst doch mehrere stellen. So, hast du abgegeben? Ja. Okay, nächste. So, 5% gibt jede Quest. Das ist krass, ja. Und die letzte gibt ja immer noch mal mehr. Also keine Ahnung, ob wir das schaffen werden, weil Ema das schon ganz schön aufs Maul bekommen, der Kleine. Ja, ich kann mich ja jetzt drauf einstellen. Da muss ich zur Not eben alle meine CDs und sowas reinhauen. Ach, der Lernwandler kann sogar entwaffnen, okay. Ich glaube, das kann beim Hunter der Eber. Ich glaube, der kann entwaffnen. Ja, es kann aber halt nur der Lernfürst, nicht der Lernwandler. Der Lernfürst ist ja der bessere Lernwandler. Den kannst du halt nur, wenn du dieses Dämonologie da geskillt hast. So, hier, ich fange jetzt mal an. Ich habe den Pilz dahingestellt. Weil der Pilz wird ja für alles, was ich mit Verjüngung überheile, wenn ich das richtig kapiert habe, stärker. Überschüssige Heilung eures Zaubers Verjüngung, genau. Boah, ich habe Probleme, den zu treffen, tatsächlich. So, da ist doch kein Problem. Wie gesagt, wenn ich mich darauf einstellen kann, dass der Heal braucht. Der blaue Mann da. Metaril heißt er, okay. Dann kann ich den ja auch heilen. Ja, es dauert halt einen Moment, so die Quest, aber Gott. Ja. Dafür können wir hinterher sagen, wir haben jede Arena-Quest alleine und ohne Hilfe von Größeren gemacht. Das stimmt auch wieder, ja. So, unter 20% geht er eh ziemlich fix runter dann. So, dann steigt er gleich hoch und dann platzt er. Ein Luftballon. Bäh. Was denn? Ich will aber nicht, dass wenn ein Luftballon platzt, dass da so ein Schmodder rauskommt. Okay, nee, das hat jetzt nur 53% gebracht. Hier oben stand es jemand. Es hat 53% gebracht. Hier oben stand ein 84er Schurke, der jetzt angenommen hat. Wollen wir ihn verrecken lassen? Es wird sich ewig rauszögern, wenn wir ihm jetzt auch noch helfen. Deswegen sollten wir ihm nicht helfen. Das ist zwar jetzt. Er hätte ja einfach fragen können, ob er bei uns mitmachen kann, oder? Ne, wobei, dann hätten wir ihm ja komplett nochmal durch alles helfen, weil wir wollen ja auch irgendwann mal hier weiterkommen. Ja. Kaboom, da ist er tot. Zeit ist Geld. Weil man muss da ab und zu auch schon mal ein bisschen an sich denken. Nee, weil so hat er uns ja einfach in den Kampf reingezogen. Nur, also ohne uns irgendwas dafür zu irgendwie zu fragen. Also wir helfen ja auch nicht. Wenn man uns nett fragt, ist es ja was anderes. Aber einfach so quasi in den Kampf gezwungen zu werden, ist dann auch nicht das, was ich da unbedingt machen möchte hier. Nee. Oh. Lauf einfach bitte zum Boss hin. Der wird gleich detonieren dann. Ja, ich hab den nämlich gesartet noch dann. Alter, ist verreckt.
Was machst du? Ja, ich kann das nicht gegenheilen gerade. Das hat nicht funktioniert. Ich konnte das nicht gegenheilen. Ich sag's ja, Dudus. Ich hab sogar Gelassenheit gezogen. Aber erst als ich tot war. Das bringt ja gar nichts. Ja. Ich hab gedacht, du beschwörst das dicke Ding sofort wieder. Ups. Vogel. Ja. Nee, nee. Jetzt nicht kämpfen. Ich glaube, der hat ja den Dicken gerufen. Ja, er hat den Dicken gerufen, geht aber nicht runter. Haben wir hier irgendwie heute nur asoziale Leute? Keine Ahnung. Vor allem erscheint er da jetzt gerade. Hast du ein Schimpfwortfilter an? Nein. Ich habe nicht gelesen, was er geschrieben hat. Er hat geschrieben Kacke. Ah ja, toll. Er geht jetzt halt nicht runter und hat jetzt das Ganze hier verbuggt. Warte mal kurz, ich muss das eine nochmal neu annehmen dann gleich. Okay, das ist nicht der Shadow von eben. Nee, ich habe auch gerade erstmal gucken müssen. Ja. Ja, Gelassenheit hat jetzt leider noch zwei Minuten Cooldown. Es geht einfach nur, du musst ein bisschen aufpassen, wenn er seine Gruppe ruft. Dann mache ich auch nochmal den Area Stun. Darauf müssen wir einfach nur achten, das ist alles. Ansonsten ist ja der Schaden nicht so hoch. Weißt du, das ist einfach nur das Wichtige. Naja, doch, ganz schön eigentlich. Ich habe gerade alle möglichen Hots auf dem aktiv. Ja, ich mache ja auch noch mit. Das ist nur am Anfang eine Dot draufsetzen und dann... So, jetzt kommt die Gruppe. Was soll ich jetzt alles machen? Einfach nichts. Ich stun die gleich mal alles und so. Ja, ich habe Angst. Nicht, dass er mir wieder verreckt, der Dicke. Aber jetzt gerade kommt auch nicht so viel. Ich hab die gerade gestunt. Ach so, hast du das eben nicht gemacht? Nee. Jetzt kommt wieder gleich ein bisschen mehr, aber ich setz kurz da auf alle und dann halte ich meinen Dicken wieder. Der Dicke ist tot. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich heile durchgehend, Fabi. Okay. Ich hab alles auf CD gehabt. Gelassenheit ist gerade wieder ready geworden. Wildwuchs auf Cooldown. Ich habe alles gezündet, was ich konnte. Dann geht das nicht mit einem Hotter. Wollen wir mal gerade eine Gilde fragen, ob uns jemand hilft? Was ist denn noch online? Einige, die ich aber irgendwie... Doch, Luruni ist online, aber auf der zeitlosen Insel, der farmt wieder... Ja, komm, ich helfe dir kurz einfach mit dem, meine mit, sondern hol ich das irgendwann nach. Kann ich dir am oft dann mit meinem nachhelfen? Ja. Das ist jetzt nicht so wichtig. Der ist ja eh noch hier. Meiner, ja klar. Deswegen habe ich ihn ja dort stehen lassen. Nachdem ich die uns genervt haben, umgehauen hatte. Hey, so ein Mist. Okay, lad ein. Plus. So, ich muss kurz mal hier abbrechen, den Quark. So. Annehmen. Das ist einfach, das war echt krass. Wie gesagt, Gelassenheit, das war erst ready. Kurz nachdem du tot warst, beziehungsweise als ich auch schon halb verreckt war. Und sonst alles, den Pilz habe ich gehabt, Wildwuchs, wie gesagt, auf CD, sämtliche
Hotz aktiv gehabt, rasche Heilung mit dem Heilkreis unter die und noch dreimal Naturgestalt aktiv gehabt. Also noch drei Bäumchen, die mitgeheilt haben als Bodeneffekt. Okay. Und mehr ist da einfach nicht gekommen. Mein Tank kriegt, mein Typ kriegt halt 70% weniger Damage, deswegen verstehe ich jetzt gerade gar nicht, wodurch der so viel Schaden gekriegt hat. Ja, krass, ne? So, nochmal 161.000 Erfahrung. 58% habe ich jetzt. Jetzt kamen noch zwei, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Also der Medizinmann war definitiv nicht der letzte. Medizinmann? Ja. Das ist der letzte, aber der... Ach nee, das ist dieses eine andere Quest. Das hier ist der letzte? Ja. Ah, okay. Muss ich am Boden bleiben? Ja. Ah. Also sicherer. Sonst könnten wir auch einfach gleich, wenn das hier fertig ist, noch kurz die Quests machen, dass wir uns das Portal freischalten. Und dann helfe ich dir, wie gesagt, im Off dann noch mit der Arena-Quest. Ach Gott, das ist kein Problem. So, gibt's hier irgendwas Nettes? Hier gab's den Streitkolben, der relativ gut war, glaube ich. Gab's aber auch, genau, hier gab's auch den sehr männlichen Stab. Na. Aber ich sollte den Streitkolben nehmen. Okay, supi, danke schön. Keine Ursache. Ja, dann fliege ich jetzt hier hinten hin zurück. Schon mal. Oder ich kann ja eigentlich auf dich warten, dann machen wir das jetzt noch fix. Ist auch nicht unbedingt verkehrt, wenn wir das Portal da haben. Wobei, wenn wir das Portal haben, dann, na, fürs Level-Up reicht es noch nicht ganz. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Inni. Ja, Grimbator wäre schon echt nicht schlecht. Das wäre schon nett. Notfalls machen wir es halt. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt heute noch großartig was kriegen. Sonst müssen wir morgen mal so zur Hauptspielzeit, was weiß ich, so nachmittags oder so abends... Mal schauen, dass wir da... Ja, dann geht jetzt die Folge. Wenn du willst, kannst du auch die Folge einfach abkürzen. Und wir machen höchstens jetzt halt nochmal kurz dabei. Und dann machen wir wieder weiter, wenn wir Grimbator gehen können. Können wir auch so machen. Ja, ist jetzt auch kommt ein Unterschied, das ist 2 Minuten oder so. Dann machen wir das so. Wir verabschieden uns jetzt hier an dieser Stelle und sehen uns dann wieder, wenn wir... Ja, entweder direkt zu Grimbator... Oder hier hinten zu den Startquests. Genau. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.